Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portia. Nicht Portia, My Time in Portia. Entschuldigung, ich war mit abgelenkt. Jetzt zum Let's Play My Time in Portia. Oder Portia, wie der gute Mann auf dem Schiff gesagt hat. Also, der nächste Morgen hat begonnen. Wir müssen jetzt los. Wir haben diese Furnace gebaut, die Schmiede. Wir müssen das wahrscheinlich wieder Presley erzählen. Oh, wir haben einen Brief. Gucken wir erstmal rein in den Briefkasten. Von der City Hall. Hallo Nebula. Aha. Also wir haben zwei Ruinen, in der ich gehen darf. For your own safety, all other ruins are currently off limit. Thank you. Wir haben uns erzählt, wir können zwei Ruinen besuchen. Wahrscheinlich können wir da bestimmte Sachen dann abbauen. Die anderen soll ich doch bitte quasi liegen lassen. Was bist denn du? Eine fette pinke Miezekatze? Gott. Ach, bist du süß. Was ist das hier für ein Zuckerspiel? Überall so Zuckertiere. Ich nehme noch ein bisschen Holz, weil ich es gerade sehe. Ja? Doch, da hinten liegt noch. Ah, dann können wir vielleicht das wirklich am Ende machen. 10, 20 Holz oder wie viel war das? Ich glaube, also 30 Holz brauche ich insgesamt. Nachher fällen wir ein paar Bäumchen. Für das Haushalt, ne? Dann haben wir, glaube ich, mehr als genug. Vielleicht können wir auch irgendwie eine Truhe oder so basteln, weil sonst sind wir ganz schnell voll. So, wir gucken mal. Oh, da ist ein Fragezeichen. Mit dem Fragezeichen hinlaufen. Hier dann? Ach, hier sitzt Presley. Hi, Presley. Ich dachte, ich kriege eine Quest. Great job. Pass. Your builder license. Congratulations. Super, danke. Ich darf jetzt bauen. Now you just need to take this license over to the mayor's office and get your workshop registered. After which you can start taking regular commissions. Ah, also ich muss jetzt mit der Lizenz rüber zum Major Office gehen und mich registrieren lassen. Okay, dann gehe ich mich mal registrieren. Wo bist du? Da blinkt es. Das ist natürlich schön, dass das hier quasi anzeigt, wo man hin muss. Wahrscheinlich das hier. Wo Porsche dran steht. Town Hall. Ist gerade danach aus. Gail. Kann ich mit ihm reden. Welcome, welcome! You must be the new builder. I'm Gail, the mayor of this town. It is truly wonderful to see young people getting involved in the telesis of our society. Ja, schön, er freut sich über mich. I'm here to register my workshop. Very well. What is the name of your workshop? Oh. Nach Murals Welt, ne? Murals Homework? Nee, Homework klingt komisch. Workshop. Nee, Murals Workshop ist auch zu. Murals Bolt Paris. Cool. Ach, kann ich gar nicht schreiben. Weil dann sagen wir Meryl's World. Meryl's World. Mach mal Englisch. Meryl's World. Yes. Confirm. Ich hab noch keinen Geburtstag. Warum nicht? Oh. Nice name. There. Your registration is complete. Thank you. Ja, bin registriert. Also, we're going to have a fireside town meeting once in a while. They'll be announced through the mail. Try to make them if you can. You don't want me being the only one there. I will cover town and world events at large, the usual, you know. Okay. Oh, er hat gleich eine Aufgabe für mich. Also Ausrufezeichen sind meistens Aufgaben. Meet and greet. All right. You should get to know some of the people living in this town for your own benefit. I made a list of store owners within the city walls. You should go introduce yourself. Ja, mache ich. In Ordnung. Also er hat mir vorgeschlagen, ich soll mich mal einigen selbst vorstellen, die hier quasi wohnen, also die Shopbesitzer und dergleichen. So, und unsere Lizenz packe ich mal nach hier. Die können wir vielleicht an die Wand hängen, das wäre ja schön. Muss ich mal hier unten drin. Habe ich irgendwie Hunger? Attack Defense. Das ist irgendwie was Anzeige oder so. Scheiße. Müssen wir erstmal zu Presley gehen? Das Meet and Greet.
Ich soll mit Dr. Xu reden, mit Django, mit Mars, mit Pauli, mit Carol, mit Albert und Sophie. Okay, werden wir machen. Als erstes gehen wir zu Presley. Er scheint wieder hier zu sein. Dim-dim-dim-dim. Ja, hi. You're now a bona fide workshop owner. Your pa would have been so. Ja, mein Papa wäre richtig stolz auf mich. Da hast du wohl recht. Let me explain some of the processes for our trade. Here at the Porsche office, we post workshop commissions every day on the board. Mhm, habe ich schon gesehen. Sie hat mir gerade gesagt, dass da die Arbeitsangebote an dem schwarzen Brett quasi hängen. Based on the speed and quality of the results, we make a ranking of the workshops every week listed on the wall behind me. Ach so, okay. Any workshops in Porsche? Oh yes, adding yours. There will be 5 workshops in our jurisdiction. Okay, also es gibt 5. You also have a workshop rating, which is listed on your license. The higher your rating, the higher quality the commissions you can get. Ja, okay, natürlich. If you have your father's work ethic, you'll be number one in no time. Okay. Once you're done with your orders, you can pick up the commission fee from Antoine if it's from the guild or the respective person who commissioned you. Builders make most of their money from doing commissions through the Commerce Guild. Ja, ist some klar. Just build items and sell direct. Anyway, since this is your first commission, I've kept one just for you. Okay, er hat eine für mich aufgehoben. Playing favorites, are we? Higgins, you already took one today. There are never too many commissions. Oh, der hat mir meine Commission today. Geklaut. That's Runt. He's the owner of the current number one workshop. Brilliant business. Oh, mit dem habe ich schon gesprochen. Favorit wollte ich gerade sagen. Nein, mein Konkurrent. Hey, Prez, I got a job for you. Or not. What is it, Arlo? Arlo? Arlo hat einen Job für uns. We're looking to build a bridge to Amber Island. Oh. So the mayor finally put up the money. Well, young... Yeah, he figured that place could be a real tourist attraction with the haunted cave and all. Check your pa's workshop handbook to see if he has a bridge diagram in there. I remember he built a bunch. If it's there, use it at your assembly station. After you're done with the bridge pieces, you need to go to the designated spot and assemble the bridge. Okay, also ich soll jetzt eine Brücke bauen zu Amber Island. For a project as big as a bridge, you need to dive into the abandoned ruins to gather materials. We have one such ruin in Portia. It's located at the bottom of the Temple Tower. Achso, und dafür muss ich wahrscheinlich die Ruinen besuchen am Ende des Tempels. Am Turm. Tempelturm. Heißt, ich werde wahrscheinlich arbeiten müssen. Der Basics Givers. Ich muss erst gucken, was das ist. Givers. Ist das noch da? Ich muss erst mal gucken, wo mache ich dann Givers? Ich habe sie jetzt nicht im Kopf. Ich bin ja noch nicht so gut. Givers, 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 Givers. Das ist ein Wärter. Skiff. Ja, mutig. Giver? So? Giver, Basics Giver. Ah, hier. Check. Downbrick? Nein, kann ich noch nicht machen. So. Guck mal hier die anderen an, aber ich vermute, dass die roten, was sagen, zum Teil noch schwieriger sein werden. Wooden Storages. Ja, das möchte ich auch gerne machen. Wooden Storages. Ich guck nochmal. Irgendwo drin. Basics Giver, Wooden Bridge Body, Wooden Bridge Head. Also das sind auf jeden Fall die Sachen, für die Brücke brauche. Das heißt, ich brauche Bronzebahnen, Bronzeplatten, Kupferrohre. Ach du Gott. Also ja, muss mir erst all den Mist hier vorher bauen. Das ist eine Langzeitaufgabe, das ist quasi das Ziel. Grill, Water Tank. Es geht hier weniger um Farmen, sondern darum, Sachen zu bauen. So, wir gucken hier weiter. Iron, was Cloak, was Pants? Nein. Stone. Stone Brick mache ich in der Stone Furnace. Hab ich. Das ist also machbar. Wooden Storage da, ein Werktisch. Das ist schade, ich sehe das nicht hier. Muss ich echt zum Werktisch erstmal laufen. Nein, ich gucke erst, was ich dafür brauche.
Nicht, dass ich dafür nachher Nägel oder irgendwas brauche und das habe ich nicht. Ich möchte mir ja selber auch welche machen. Also ich könnte dann gleich 4 oder so machen. Eine für mich und 3 weggeben. Fakt ist, ich wollte jetzt ein bisschen Holz hacken. Den Baum hacken. Nee, you need a better axe. Einhacken. Ja, der Kleine geht. Dann jetzt wieder auf alleine ein. 7 Wood und Resap. Okay. Baum. Ja, die Leute sollte ich ja noch besuchen. Hör auf. Ne, das ist die Baumwurzel. Level 3. Juhu. Dann lauf. Und den Baum nehmen wir auch noch mit. Sollten wir auf jeden Fall genug haben für ein paar Kisten. Vielleicht Aufgabe erledigen. Also Werkzeug auswählen ist in fast wie jedem Spiel. Zahlen. Ja. Vielleicht kann ich das Zeug hier verkaufen, weil dabei essen muss ich es ja scheinbar nicht. Halt. Das Holz noch mitnehmen, wenn es schon mal da rumliegt. Also wie die Steine, die hier rumliegen. Wenn sie schon mal da sind, warum soll ich sie denn hier stehen lassen? Auf die Uhr gucken, wir haben zum 1, okay. Gut, gehen wir mal zum Werktisch. Ich möchte gern Wooden Storage bauen. Zweimal kann ich es bauen. Oh, wir brauchen. Wow. Ja. Ja. Komm, wir bauen mal 2. Confirm. Yes. Dann machen wir noch Holz. So ein paar Bäumchen fällen. Kann ich das fällen? Das ist groß. Darf ich fällen? Ich mindestens noch 2 bauen können, dann kann ich zum einen, was darf ich das hier? Kann ich auch fällen, okay. Ich nix, doch. Fiber. Okay. Ganz ein Fiber. Wenn ich gibt es auch. Ne, es gibt Holz. Kurzig Holz brauche ich nochmal für 2 weitere Kisten. Dann hätte ich eine für mich und 3, die ich quasi dieser Quest abgeben kann. Könnte ich die noch annehmen und das Zeugs abliefern. Eigentlich hätte ich ja noch mal gern 30, damit ich das Haus reparieren kann. Oh Mann, so viel. Die Sachen auf einmal, die ich will. Fisch. Ein Stück. Gleich haben wir die Boxen noch mal zusammen. Also große Bäumchen. Schön ist, es kommt hinterher. Also ich kann einfach weiterlaufen. Wenn ich nicht zu weit weg bin, kommt das scheinbar hinterher. Müsste dann 40 plus 30 sind 70. 70 Holz müsste ich rein theoretisch Minimum sammeln. Ich glaube, die Quest mit den Boxen, die lag da noch. Ich denke, rot heißt, dass die bald ausgeht. Nicht, dass die schwerer ist, sondern dass die bald die läuft. Zeit zu Ende geht, sozusagen. Wie man Zeit hat, das zu erledigen. So, wir gehen dann jetzt zurück nach dem hier. Das mein? Vergessen. Bauen die 2 Boxen. Dann gehe ich nochmal in die Town Hall und hoffe, dass ich abgeben kann und was dafür kriege. 3 bauen. Wir wollen jetzt aber bloß 2. Yep. Gut. Hoffe ich mal. Wieder wegstecken. Ab. So.
dann wollen wir noch nicht. So, wir gehen jetzt da rein. Jetzt gucken wir mal. Dann das schwarze Brett. Danke. Das war, glaube ich, das hier. 3 Tage habe ich noch. Except 3 Wooden Storages. Hab ich für dich. Gut, das heißt, ich muss sie ihm jetzt wahrscheinlich bringen. Also ich habe 3 Tage Zeit, das heißt, wenn ich es jetzt nicht gleich schaffe, ist das auch nicht so schlimm. Hier kann ich mit Leuten quatschen, das ist von dieser anderen Quest, die ich angenommen habe. Gehen wir mal rein, da ist er. Abad. Oh, welcome. If you're in need of house or workshop upgrades, this is the place to be. Ah, Upgrades kann ich hier machen. Plan from the catalog book in our company. Okay. Okay, mal rein. Also jetzt kann ich das... Ah, interessant. Das kann ich hier auf Level 2 upgraden. Mein Haus auch? Boah. 20 Wooden Planks, 20 Bronzebahn und 10.000 Gold. Natürlich nicht günstig, ne? Aber, ja. Cool. Also dafür ist der gute Mann da. Gut zu wissen. Albert ist unser Mann, wenn es ums Häusliche geht. Dann haben wir das 18 Uhr, das kriegen wir noch hin. Kann ich hier rein, danach aus? Was für ein Shop? Aus wie ein Wirtshaus oder sowas? Django! A new builder! Always nice to see young folks moving in. If you need refreshments, I'm your man. Ja, okay. Also wenn ich Essen brauche quasi. Juice. Komm mal rein. Kann kaufen, kann ich auch verkaufen? Aha, kann ich verkaufen. Bill can do some damage. Attack plus 5. Ach so. Restore. Ach so, das ist, falls ich. Ah, ich verstehe. Ja, komm, aber ich verkaufe. Kann ich das verkaufen? Interessant, okay. Defense plus 10, achso, das ist so quasi so ein Energy Drink. Cool. Gut. Keine Ahnung. Gucken wir hier hoch. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Und hier komme ich nirgendwo runter. Okay. Muss ich ja erstmal hier zurechtfinden, ne? Hier komme ich nirgendwo lang. Das ist einfach bloß. Oh, das ist eine Truhe. Da gucken wir rein. Plong. Das ist Farbe. Ah. Und. Plong. Hehe. So, Lucy. Wie muss ich reden? Mit Martha? Hi. You're probably the new ja, mit Martha. Everyone's talking about. I'm Martha. Nice to meet you. I run a bakery here in town. Schön. When will Toby let me not worry for just one day? Sie macht sich Sorgen um Toby. Okay, hier kann ich Kuchen kaufen. Okay, also gibt auch Buff, entweder als Buff Food oder als das Pinky. Ach, guck mal, hier ist mein Merlin, dem ich die Kissen geben darf. Ah, die Kisten für dich. So. Ich hab Gold bekommen, Relationship und Rap Points. Super. Kann ich hier noch hochgucken? Hier darf ich sprechen. Carol. Hallo, Carol. Hope you have a wonderful time. My store sells clothing and costumes. So if you ever need to upgrade your armor or suit for a date, come see me. Ah, okay. You look like a nice kid, so I'm going to give you something for free as a leg up. Don't tell my husband, though. Okay, sie hat mir das umsonst gegeben, und zwar Fiber Clothes, also Stoff. Sie ist quasi die Stofflady. Hier. Hotel Tools Open Time. Achso, die schließen gerade. Ja, okay, die schließen jetzt alle. Das heißt, ich darf jetzt erstmal nach Hause gehen, weil die schließen alle. Spät, genau. 20 Uhr. Ich sollte vielleicht auch schlafen gehen. Ja, sie ist für Klamotten und so zuständig. Also die Frau, wenn ich neue Klamotten brauche.
Dann gehen wir mal nach Hause. Wir haben noch 37 Holz. Gucken wir mal, ob ich da ein bisschen reparieren kann. Und dann lege ich die Gute auch mal ins Bett. Also hier alles aufsammeln macht auf jeden Fall Sinn am Anfang. Ich werde vermutlich jetzt noch nicht wirklich das Zeug brauchen. Ich habe die böse Vermutung, ich darf die kleinen süßen Lamas kaputt hauen, damit ich deren Wolle kriege. Yep. Wir machen das mal heil. Plong. Und hier bitte auch 10 Wut. Genau, war ich richtig. Yep. All the gaps have been fixed. I'm finally going to have a good night's sleep. Ja, siehst du, das ist gut. Heute kann ich gut schlafen. Kann ich die Box noch aufsetzen? Habe ich denn die Box da? Ich möchte gerne eine Box hinsetzen, dass ich... Oh, kann ich. Komm, die setzt man hier ins Bett. Oder unten ans Bett. Wie kann man sie drehen? Genau. Und dahin. Perfekt. Cool. Dann kann ich nämlich all sowas, was ich jetzt hier nicht so brauche, reinpacken. Zum Beispiel die Kaka, Tricep, Fiber... Brauche ich jetzt momentan, glaube ich, auch noch nicht wirklich. Dann habe ich hier Platz wieder im Inventar. Ich meine, ich habe auch so noch Platz, aber... mehr Platz. Würde ich gerne wissen, ob ich das anhängen kann. Handschuh. Ja, kann ich anhängen, tatsächlich. Wollt ihr übers Bett? Nee, war schon der richtige. Genau da. Super. So, und dann ab ins Bett mit dir. Yes. Guten Morgen. Sie hat endlich gut geschlafen. Sie meckert nicht mehr. Das ist schön. Das heißt, ab zu neuem Tatendrang. Oh, es regnet. Hm. Wir haben einen neuen Brief und es gewittert. Von Pauli. Wer ist denn Pauli? Hey, new builder, I have manly commission for you to get you settled in. You feeling it? I'm in need of 3 copper blades for some of my furniture. I expect my Qualität, okay. Ich muss auch noch auf die Qualität achten. Also, you'll need a grinder to make them, if you don't have one already. Okay, ja, nehmen wir natürlich an. Wir brauchen einen Grinder, wir gucken mal, wie wir den bauen. Das heißt, erstmal hier im Handbuch. Grinder. Und zwar brauchen wir Grinding Stone zweimal. Und Old Parts. Old Parts werden aus Kupfer und Kupferbahnen gemacht. Ich nehme Copper Order. Parts. Grinding Stone. Der Preis. Könnte welche craften. Wie brauchte ich jetzt dafür? Oh, das ist natürlich etwas blöd, dass man das nicht drin hat. Stone. 2 Stück brauche ich davon. Also die könnte ich schon mal machen, aber die Old Parts dauern ein bisschen. Die mache ich wahrscheinlich dann in der Schmiede. Also ich mache schon mal die 2, dann habe ich die. Craft. Yes. Und... achso, wir gucken, ich habe nicht mehr genug Holz. Nein. Nur 7 Holz, das reicht nicht. So, hier kann ich Kupferbahn machen. Brauche ich 3 Kupfer für. Kann man nicht machen. Na gut. So muss ich quasi Kupfer sammeln. Aber ich gehe erstmal gucken, ob ich den letzten hier in der Stadt finde. Ich glaube, da fehlt mir nur noch einer. Ich habe schon mehr Level up. Und sammeln die natürlich fleißig ein, damit ich ein bisschen verkaufen kann zum Geld verdienen. Und Holz hacken und dergleichen tun wir dann später nochmal. So, das Holz hier noch mit ein. Dann regeneriert das in der Zeit. Hier nachher gleich nochmal langlaufe, habe ich vielleicht gleich wieder was liegen. Aber nicht schlecht. Zweimal die Steine. Steine habe ich momentan mehr als genug. Momentan haben wir mehr Holz verbraucht als alles andere. Aber das wird sich vermutlich noch ändern. Na gut, also wir suchen jetzt die guten Damen oder was auch immer das ist. Wen müssen wir suchen? Meet the Shop Owner. Jetzt verlaufen. Moment, nee, da ist der Eingang. Der uns noch fehlt. Ich guck mal kurz auf der Map. Oh, uns fehlen noch einige. Da alle.
Fishing Rod. Bridge. Ja, hier hinten laufen noch welche rum. Laufen wir erstmal noch hier zu den dreien. Dann ist die Folge eigentlich auch schon beendet für heute. Guck mal, die haben sogar Regenschirme. Wollen sie nicht mal halten? Die haben so im Kopf sitzen. Cool. Was? Kann ich da reingucken? Alice Flower Shop, aha. Alice auch hin. Ja. Wir chatten nochmal. My favorite flower is the bell flower. It speaks of true love. The bell flower? Okay. Wer läuft denn hier rum? Wer läuft hier rum? Was? Nice to have you. If you need tools or weapons, you can come to my shop. It's got the best selection. Tools oder Weapons? Okay, also der verkauft. Now, you look like a nice kid, so I'm gonna give you these for free. As a oh, ich krieg auch wieder was umsonst. Erzähl's nicht meiner Frau. Ja. Tools and Weapons ist das, okay. Das ist der Backshop. Das ist der Klamottenladen. Die Ecke. Da muss ich wahrscheinlich mit dir reden. Pauli! Du hast ja schon einen Job für mich. Mhm. Er verkauft Möbel. Hardwood, okay. Komm mal rein, was möchte er denn für so einen Stuhl? Ja, günstig ist er nicht, ne? Günstig ist er nicht, ne? 79. Ich meine, ich hätte jetzt das Geld, aber das kann ich einfach selber machen. Das ist ja nicht das Problem da dran. So, wen muss ich denn jetzt noch treffen? Noch einer und da drüben. Sophie's Ranch. Ach, die Ranch Lady. Das wird da sein, wo das Feld ist. Gehe ich mal aus. Noch treffen? Das sieht ganz danach aus. Begins. Oh ne, mit dir habe ich ja schon mal gequatscht. Ja, ist ja gut. Time is money. Ach, mit dir muss ich reden. Dr. Xu. Hey, welcome to Portia. Oh, ich hab gedacht, du bist eine Frau. Entschuldigung. Ah, okay. Herbs. Okay. Was ist das, Marienkäfer? Wir laufen Marienkäfer rum. Ladybug. Oh, ist so süß. Level 10 Ladybug, der tanzt. Ja, okay. Ja, ich laufe jetzt mal hier durch die Wiese, durch die Lamas, durch die Süßen. Level 5. Oh, ist er nicht. Bin mir sicher, ich muss euch killen, damit ich irgendwie Wolle oder so kriege am Anfang. Tut mir so weh. Einen süßen Lamas killen. Halt, ich würde das gerne einsammeln. Mit noch Holz rum. Können wir uns so eine Kiste bauen. Können wir eine da draußen hinstellen für das Zeug, was wir quasi für andere Werkbänke und Co. machen müssen. Nehmen wir die neben den Tischen auf oder so. Ja. Und ich vermute, dass das da die Ranch ist. Da... Hier in der Wiese da. Da liefen ja vorhin auch irgendwelche Viecher rum. East Ranch. Die alte Oma. Ich hoffe, ist mir hier quer durch. Aber so läuft man nicht quer beim Feld. Kann ich mit der Vogelscheuche quatschen? Der Vogelscheuche? Nö, schade. Ah, da ist der Stern. Okay, da sag ich ja hier. Ein Haus und da liefen Hühner rum. Okay. Hallo Sophie! Mit dir klabern einmal. Oh, du bist eine Grandmother. Hey. Oh, kommst Geschenk wieder mal, danke. Milch! Dankeschön. So, habe ich das erledigt? Jetzt soll ich Kupfer. Machen. Das heißt, ich brauche jetzt quasi, ich muss jetzt Steine klopfen, damit ich Kupfer kriege. Fangen wir mal hier oben an. Noch haben wir Zeit, wir haben es erst 2:30. Zuck, aber... Ja, all das in der nächsten Folge, nicht wahr? Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!